Hallo Kollege, du fährst heute die S2 von Leipzig Hauptbahnhof über Leipzig Nord, Leipzig Messe, Rackwitz, Zschortau nach Delitzsch unterer Bahnhof. Deine Lok ist eine der zwei Ex-Dresdner 145er, die nach Leipzig gekommen sind. Am Haken hast du heute drei Doppelstockwagen. Nachdem du in Delitzsch angekommen bist, musst du den Zug noch in die Abstellung in Delitzsch bringen. Abfahrt für dich ist heute planmäßig 15.03 Uhr. Gute Fahrt! Ja, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Train Simulator 2017 mit einer nicht mehr ganz so brandneuen Lok, in Realität wie im Train Simulator. Wir fahren heute mit der 145 von Virtual Railroads bzw. Influenzo, was ich mal ausprobieren möchte. Ich bin nämlich mit dieser Lok bisher erst sehr, sehr wenig gefahren, tatsächlich. Gut. Wir schalten alle wichtigen Systeme ein. Zugbeeinflussung. Einmal Fenster runter. So, da fährt die S-Bahn ein. Ja, wir haben hier aktuell eine Sperrung in Dresden. Steht hier auch Ersatzverkehr mit Bussen der Linien S1, S4 und geänderte Umläufe der S2. Und genau, wir fahren die S2, bitte Aushänge beachten. Und ja. Das Szenario ist vom guten TDSB 182 bzw. TSBD 182. Ich kann mir solche Kombinationen nie merken. Warum können sich... Aber ich weiß, dass das der gute Norman ist. So. Ich will mal hier mit den Hilfsfahrschaltern fahren. Oder mit den Seitenfahrschaltern. Gut, dann einmal kurz rausgucken. Türen sind zu. Dann wollen wir doch mal los. So. Und da geht das Wechselblinken los. Eine Innenperspektive ist jetzt nicht vorhanden. Aber es pieselt. Immerhin spricht die Lok mit uns. Ich bleib jetzt erstmal auf Intervallschaltung. So, da vorne fährt der Intercity. Mein Tablet meldet sich wieder. Wir sind immer noch 40. Ich weiß, dass hier irgendwo 60 dann gleich sind. Ab da, genau. So. Ja, Sifa. So. ZS3, die
durch die Kennziffer angegebene Geschwindigkeit darf im angrenzenden Weichenbereich nicht überschritten werden, wenn ich mich nicht täusche. So, hier sind dann gleich 100. Müssen jetzt drüber sein. Dieser S-Bahn fährt als S2 nach Seelitz, unterer Bahnhof, über Leipzig-Mende. Nächste Station, so. Leipzig-Nord. Ausstieg genau. In Fahrtrichtung links. Leipzig-Nord kommt ja jetzt gleich auch schon. Ist doch eigentlich, haben wir doch perfekt gehalten. Bisschen stark gebremst, aber so baut man zumindest keine Verspätungen auf. So. Wir machen einmal kurz ein Zwischenspeichern. So. So, einmal ganz kurz die AFB einschalten. AFB, AFB, AFB. So. 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 Das ist interessant. Eigentlich müsste der in Betrieb stehen. Das werde ich gleich mal beim nächsten Halt machen. Schön hier der Güterzug über uns. So, Leipzig Messe ist groß genug, als dass man mit so 75 einfahren kann.
Eigentlich auch noch mehr. Weil wir wollen dieses Mal ein bisschen sanfter bremsen. Gut, dann wollen wir den die war an. Gut, jetzt ist er aus. Das ist etwas blöde. Denn jetzt fahren wir ohne LZB. Na gut, passiert halt mal. Fahren wir halt weiterhin signalgesteuert. Wir können ja eh nur 140 fahren. So, sonst bekommen wir ja noch ein... sonst läuft es uns noch den Rücken kalt herunter. Ich will mir das jetzt mal hier so. Mhm. Nächster Halt ist dann Rackwitz. Kommt hier vielleicht irgendwo nochmal eine LZB-Tafel? Eine 2. Ich hasse Husten. Hier ist meine Lieblingsfotostelle. Wenn man sich das hier mal so anguckt. Nächste Station, Rackwitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Hier muss man sehr, sehr genau halten, weil der Bahnsteig ist relativ kurz. So. So, da vorne ist die NE5. Und zack. Wir stehen im Bahnsteig.
Wir haben noch genügend Zeit, wir sind relativ pünktlich. So, und wir übernehmen den Fahrer wieder, machen die Tür zu. Wir haben ja genügend Zeit. Warum geht die Tür nicht mehr zu? So. Nächster Halt ist dann... Oh, Schortau. Und dann nur noch Delitz. Aberwarten. Beziehungsweise Hauptschalter aus erwarten. Hier kann man wieder den Hauptschalter ein. Das hat man hier auch gerade ganz schön gesehen, wie da die Spannung abgefallen ist und wieder gestiegen ist. Schortau kommt immer viel zu spät. Ah, na. Das könnte noch was werden. Hui, das wird sogar noch was. Das ist wie bei uns hier, ich glaube, ist das Ellental oder Illingen. Der kommt auch so unerwartet und den siehst du nicht. Und da gibt es bei uns den Spruch, da kommt der Bahnsteig, da war der Bahnsteig. Und die Leute hat es jetzt gerade auf jeden Fall ziemlich gut durch den Zug durchgewürfelt, würde ich mal behaupten. So.
Ich kenne halt die Strecke nicht so wirklich, demnach. Also ich weiß, dass Delich jetzt ziemlich schnell kommt. Ich habe gerade Shorter nur noch gesehen und dachte mir, oh, 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 oh. Ja. Wo sind wir jetzt? Also so, wenn dann nach links die Strecke abgeht. Ob der Bremsweg wohl gerade wohl noch realistisch war? Naja. Nicht so schlimm. Sind wir. Egal. Das ist vergessen, was gerade passiert ist. Von ZS2, der mir ankündigt, dass es nach vermutlich in Richtung Berlin geht. B könnte für Berlin stehen. Ne, Bitterfeld, Bitterfeld. B steht hier für Bitterfeld. Bahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Zugfahrt endet heute in Delitzsch-Unterer Bahnhof. Wir bitten deshalb alle Fahrgäste auszusteigen. Zur Weiterfahrt in Richtung Bitterfeld, Zentrum bzw. Magdeburg. RE692 nach Magdeburg Hauptbahnhof über Bitterfeld, Dessau, Roßlau, Zerbst und Magdeburg Neustadt. Die planmäßige Abfahrtzeit dann heute um 15.38 Uhr vom Gleis 2. Das ist am selben Bahnsteig gegenüber. So. Und hier können wir halten. Gut, und wir stehen. Dann lassen wir mal alle Fahrgäste aussteigen. Interessant, der hat gar keine. Dann würde ich jetzt Folgendes machen. Zack, nehmen, Sprechtaste drücken. Bitte alles aussteigen, dieser Zug wird abgestellt. Bitte alles aussteigen, dieser Zug wird abgestellt. Nachricht von Sam. Die steigen. Laufen mir durch meinen Zug. So. Wir haben schon ZS1. Oder? Die Fahrdienstleitung Delitzsch hier. Du musst deinen Zug jetzt noch in die Abstellung hier in Delitzsch bringen. Das Signal vor dir sollte aktuell noch keinen Fahrtbefehl zeigen. Du kannst es aber ohne weiteres mit Befehl 40 überfahren. Die Fahrstraße ist gelegt. Auf dem Abstellgleis hältst du dann bitte auf Höhe des dort stehenden 442ers. Gut, die Fahrdienstleitung Ende.
Okay. Kein Problem. Dann wollen wir mal. Und einmal. Zugbeeinflussung. 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 So. Wir fahren ihn jetzt noch eben als Langfahrt. Ausschalten. Dann kann man schon mal die AFB ausschalten. AFB. AFB. SIFA. So, da vorne kommt noch der Intercity. Einmal wegdrücken. E. Da kommt die SIFA wieder. Gut. Dann haben wir das Szenario auch wieder geschafft. Unfallfrei, würde ich mal sagen. Bis auf vorhin das eine Mal mit dem etwas unsanfteren Bremsen. Aber ich würde sagen, wir haben es geschafft. Wir sollen auch für das 442ers halten. Das kann er haben. Und ja, damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt Let's Play Train Simulator. Jetzt mache ich noch, wir halten jetzt noch an, schalten jetzt noch die Scheibenwischer aus. Bleiben stehen. Und das Zugspitzenlicht aus. Schalten den Hauptschalter aus. Senken den Stromabnehmer. Oh, wie viel Position hat der denn? Gut. Gut gemacht. Das Szenario endet hier. Ja, und wie gesagt, damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich. Bis dahin. Und bye bye.